Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Majora's Mask. Hier im Felsenturm auf dem Weg zu unserem letzten Dungeon. Der Weg ist allerdings ein bisschen weiter. Wir brauchen unser Lied, das wir gerade gelernt haben. Denn dieser Schalter deaktiviert sich, sobald wir runtergehen. Und wir brauchen den Enterhaken, fällt mir gerade ein. Enterhaken. Komm zu mir. Ich kann auch schon mal eine Maske raussuchen. Bei der Deko-Maske ist es was ganz Besonderes. Der Deko ist nämlich zu leicht, um solche Schalter zu bewegen. Das heißt, wir können uns auf den nicht so verlassen. Ne, war ich nicht! Komm zu her. So. Ich kann nicht den Enterhaken bürsten. Hi. Ach ja, du nimmst ja nur Bomben an. Ich vergaß. Ja. Nee, doch. Wie der weggeschwebt ist. So, Bongo. Ja, creepy, ich weiß. Ich vergaß, dass wir den Enterhaken nicht mehr drauf haben. So. Da geht's hoch. Und da ist Schalter Nummer 3. Und schon haben wir einen neuen Weg. So, ich wünschte, man könnte sich die Melodie auf den Shortcut legen. So. Und jetzt können wir einfach rüberhüpfen. Gut, dass wir dieses wertvolle Lied gelernt haben. Schalter. Shit. Au. Wo ging's denn hier hoch? Wo war's denn da oben? Wieder so ein Sticker. Da. Der haut wieder ab, weil der dadurch, dass die Figur deaktiviert wurde, sich ja auch der Schalter deaktiviert. So, dann können wir den jetzt aktivieren. Bitte nicht mehr blockiert. So, perfekt. Oh nein, den dürfen wir nicht nehmen. Au. Los, hier ist Feierabend. Und deswegen wollte ich noch nicht das Lied spielen, weil wir nicht weit genug standen.
Jetzt aber. Da. Ja, irgendwann kann man es dann fast schon auswendig. Und irgendwie muss ich dann doch immer gucken. Das ist total interessant. So, der deaktiviert sich wieder. Au. Warum sind wir jetzt sicher vor dem? Der kann ja nur nach unten schießen und nicht nach oben. Und schalte Nummer 3. Tada! Geruhmaske. So, wie war es nochmal? Ach ja. Und der Gebühr zurück. Da kommen wir jetzt rüber. Wie knapp das ist, so mit den Hasenohren. Jetzt da hoch. Natürlich kommt er genau in dem Moment ein Felsen vorbei. So, und von hier dann wahrscheinlich da hoch. Wird auch gleich da sein. Oh, da ist der Mond. Wow, das war fast zu weit. Hier sollten wir ja sicher sein. Da hoch. Ich kann mich hier nie orientieren. Nie. Oh, das ist ja schon, da sind wir schon oben. Nee. Hallo? Wo ist hier mein... Ja. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, mich immer auf die Dinger raufzuziehen, wenn man von da wesentlich besser sieht. Eine Eulenstatue, perfekt. Ja, speichern ist eine geile Idee. Aber weil ich noch die Zeit nutzen möchte, gehen wir jetzt einmal in der Zeit zurück. Aber ich gehe erstmal zurück nach Unruhstadt. Das Geld abgeben. Dann gehen wir in der Zeit zurück. Dann können wir nämlich bei Tag 1 frisch mit dem Dungeon anfangen. Der ist nämlich ein bisschen länger. Zumindest habe ich ein bisschen länger in Erinnerung. Und dann können wir uns dann nämlich so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Vor allem, weil ich, wie gesagt, nicht genau weiß, wie sie den Endgegner verändert haben. Da die anderen drei Endgegner ein Update gekriegt haben, werden die beiden sicherlich auch ein kleines Update gekriegt haben. Und da will ich mir dann Zeit lassen. Hier, bitteschön. So, dann gehen wir zurück in der Zeit. Es ist nur zu unserem Besten. Perfekt. So, dann spielen wir mal wieder unser Lied. Ich meine, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Dungeon auch in 2 Tagen schaffen würden, aber ich will mir da lieber ein bisschen Zeit nehmen. Da gehe ich lieber einmal mit mir in der Zeit zurück. Dann haben wir alle Zeit, die wir brauchen. So, der Felsenturm ist aktiviert. Da können wir uns einfach importen.
Mal schwuppsdiwupps, sind wir wieder hier. Ach, die Fee können wir eigentlich auch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Die wird uns sicherlich noch von Nutzen sein. Da können wir uns schon mal eine Maske draufsetzen. Ich glaube, das war der letzte. Den will ich nicht zuerst machen. Oh nee, ich glaube, der muss weg. Gut. Den können wir safe machen. Dann der hier. Ja. Und der vordere dann zum Schluss. Das krieg ich bestimmt auch aus dem Kopf hin. Oh, verdammt. So. Und da brauchen wir die Zora-Maske für. So, perfekt. Dann nochmal kurz Liedchen spielen. Wie war das nochmal? Wie sie alle voneinander wegstehen, als würden wir uns hassen. So, das hätten wir auch erledigt. Dann können wir jetzt endlich in den Dungeon gehen. Hinein! Kann man hier nicht eine Truhe spawnen lassen? Mir war so. War hier nicht was zum Anschießen? Noch eine Fee. Oh, ich glaube, die wird gerade. Ja. Naja, was soll's. Wir werden es überleben. Oh, das Teil müssen wir mit links uns. Das braucht Licht. Hier war zu, ne? Tatsächlich nicht. Ja, hier war zu. Und schwupps, lebt hier wieder alles. Gehe ich eben hier lang. Links ist eh viel cooler als rechts. Machen wir hier erstmal auf. So, waren das alle? Ist das der große? Hier gibt es einen großen Schalter. Der da. Da müssen wir den Grohen draufstellen. Wups. So, dann brauchen wir die Zora-Maske. Ach ja, wir können. So. So, dann können wir den nämlich aktivieren.
Ach, den können wir auch mit uns aktivieren. Das ist ja auch kein Thema. So, wie gesagt, kein Thema. Dann haben wir noch den Zora. So, dann haben wir das auch. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen noch einen Schalter. Ah, ich weiß. Ach, die haben das hier abgeändert. Ich verstehe. Entschuldigt bitte. Das war mein Fehler. Ich wusste nicht, dass sie es abgeändert haben. Hier waren sonst Kisten, die man nehmen sollte und keine Steine. Dann stellen wir den Zora dahin. Das ist auch kein Problem. Dann geht der Zora eben hier hin und da schieben wir den Felsen drauf. Das ist kein Problem. Ich meine, einen Felsen da zu haben als Beschwerung ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher als Kisten. Aber schön, dass wir auch vorspulen. So, dann nehmen wir den. Naja, und wer die Schalter und Kisten da oben im Auge behält, naja, der kann sich ungefähr denken, was noch kommt. Ist so ein bisschen wie der Waldtempel, nur in cooler. Bombe. So. Wo war ich, Bombe? Wo war ich, Bombe? Na, kommt er überhaupt an? Bist du echt? Ja. Bist du echt? Ja. Au. So, wir können nicht über Wasser, über Lava gehen, aber der Grune kann da einfach drüber hopsen. Das ist dem Kack egal. Bist du echt? Mit dem Gesicht zuerst in die Lava. Kein Problem. Du. Meine echt ist in dem Fall absolut relativ. Es könnte auch rein echt sein, von wegen, dass die halt, naja, echt sind. Oder echte Statuen. Beides. Kann beides sein. Also, was haben wir hier? Karte. Und da dürfte unsere erste Fee drin sein. Nein, es ist ein Schlüssel. Ach, die Fee war ja da oben. Ich vergaß. Wenn sie das nicht geändert haben, dürfte die Fee da oben sein. Ich werde hier aber, das kann ich schon mal vorab verraten, gar nicht so sehr auf Feenjagd gehen. Weil auf der einen Seite ist es halt schwierig, in einem Raum alle Feen zu kriegen, wenn das für beide, also für oben und unten steht. Und wenn wir dann später den Dungeon umdrehen. Und hier ist zum Beispiel noch eine Fee. Die können wir aber erst kriegen, wenn wir den Raum umdrehen. Das heißt, ich könnte mich in diesen Raum jetzt tot suchen und die Fee ist für uns momentan nicht zu erreichen. Versteht ihr, was ich meine?
Mal davon abgesehen ist die Belohnung eh nicht so geil, die man hier kriegt. Hi, du. Eine Wachsam im Auge schaut er sich um. Aber da können wir eh nicht lang. Masken. Wir brauchen die Zora-Maske. Oben gab es da noch was. Wie man hier einfach so noch was rangemacht hat, damit man da auch ja hochkommt. Wo ist das hoch? Oder auch dieses hier. Wir haben so gesehen auch keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Da ist ein Schalter. Der ist neu. Okay, das ist blöde. Ja, schmeiß dich gleich wieder ins Wasser. Das ist absolut kein Problem. Jetzt kommt das, weswegen der neue Zora kacke ist. Wir müssen da hochjumpen. Früher musste man hier schon hochjumpen mit dem Delfinsprung. War kein Problem, gibt's hier aber nicht mehr. Hier gibt's nur noch diesen beschissenen Schwimmstil. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, wie nicht invertiert sind. Mein Fehler. Ja, invertiert. Ich vergesse das immer. So, ich mach die mal weg. Die nerven. Ich kann nicht vernünftig darauf zuschwimmen, wenn da solche Dinger vor sind. Das nervt mich. Ja, das klappt hervorragend so. Und deswegen ist der neue Zora kacke. Man muss da tatsächlich hochspringen. Noch ein bisschen mehr Anlauf. Ja, wir waren zu weit oben, verdammt. Das ist nämlich, du musst einen bestimmten Winkel haben, wenn du von unten hochschwimmst. Wenn wir zu weit unter der Wasseroberfläche sind, dann geht das nicht. Ach, ich lasse ihn jetzt einfach da. Der sollte nur für eine Feder sein. Oder was ist der für ein Ich bin mir nicht sicher, ob der für einen Schlüssel da war oder für eine Dingsens. Eine Truhe. Das ist echt so beschissen gemacht mit dem Zora jetzt. Ich frage mich, was sie geraucht haben, dass sie sich entschlossen haben, das so zu machen. Natürlich daneben. Vor allen Dingen, dann ist das hier auch noch so eine kleine... Kann ich da nicht einfach mit den Hasenohren drüber springen? Müssten wir damit nicht genügend Momentum haben? Das ist, glaube ich, zu weit. Ja, der springt nicht ab, weil hier diese Kante ist. Deswegen springt er nicht richtig. Pff, easy. Kein Ding für den King. Ich glaube nicht, dass man das eigentlich so machen sollte, aber was soll's.
Die Hasenohren sind und bleiben Imba. Ein Schlüssel gab's da. Gut, dass wir hartnäckig geblieben sind. Wer macht denn sowas? Ne, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich gehe mal ins Startmenü. Oder ins alte Menü, vielmehr. So. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir uns noch ein bisschen weiter im Felsenturm-Tempel umsehen. Und naja, mal gucken, was uns da noch alles erwartet. Bis jetzt sagen mir die Änderungen überhaupt nicht zu. Mal gucken, was noch draus wird. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.